So, meine Lieben, jetzt stelle ich euch das Buch vor, Schlechtwetterprognose, Depression. Und warum habe ich das geschrieben? Und das möchte ich euch erläutern, weil das steht tatsächlich auf der ersten Seite. Eines der schwierigen Themen, ein Tabu in unserer Gesellschaft und doch unfassbar weit verbreitet. Ihr habt das geschrieben. Also über einen längeren Zeitraum, und ich musste natürlich als Autor recherchieren, mit vielen Menschen sprechen, also sowohl Ärzte wie mit Menschen, die von jemandem erzählen konnten, der das hat, aus der eigenen Familie noch ein bisschen reflektiert, zum Beispiel weit zurück. Und selber sein Leben ein bisschen begutachtet, hat es mich getroffen. Wann war der Zeitpunkt, wo ich da nahe dran war? Oder gehört es überhaupt zum Leben? Ich habe dann mit Psychologen und Psychiatern gesprochen, unter anderem auch, die diese Leute betreuen und begleiten und ihnen einen Weg herausfinden. Und ich habe Recherchen über diese Stufen von einer Depression auch wiedererkennen können in noch Schicksalsschlägen, noch wenn man vom Tod etwas sozusagen zu spüren bekommt, eine Diagnose, dass man stirbt, oder eben auch, dass man jetzt mit dem Alter dem näher geht. Da gibt es also so Stationen. Denn natürlich auch tatsächlich Lebensabschnitte, die sich wechseln. Pubertät zum Beispiel, wenn man in die Wechseljahre kommt zum Beispiel. Ebenso Wochenbett, auch etwas, was an Wechsel des Lebens uns zeigt. Oder eben Schicksalsschläge durch Krankheit, Verlust von irgendetwas. Da taucht dieses Thema immer wieder auf. Und wenn man ganz genau hinschaut, auch der Tod, weil es stirbt etwas. Ist es die Identifikation? Ist es das Leben selbst? Ist es ein Mensch, der geht, ein Lebensumstand, der geht? Und damit beginnt auch was Neues. Aber in dieser Talsohle kann es passieren, tatsächlich, dass man hängen bleibt. So, und jetzt erzähle ich euch, was ich da geschrieben habe, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, darüber zu schreiben. Die Künstlerin, das bin ich, Ursula Madella-Meller, wurde am 9. Juli 1971 geboren. Also das heißt, von meinem Sternzeichen her bin ich von meinem Sternzeichen aus bin ich ein Krebs. Das sind normalerweise Menschen, die identifizieren sich sehr schnell mit irgendeiner Rolle, vor allem alles, was mit Emotionen und Gefühlen zu tun hat, oder mit der Mutterrolle oder mit der fürsorglichen Rolle überhaupt. Also der empathischste oder der gefühlvollste in der positiven Aspektierung, und ich spreche da jetzt aus meinen astrologischen Kenntnissen, hängen auch nur mehrere Faktoren zusammen, ist es ein sehr empathischer, gefühlvoller Mensch. So, und ich bin in diesem Sternzeichen geboren, und sie sagt selbst über ihr Buch und über sich: Ich habe mich immer für einen sehr empathischen Menschen gehalten, aber als ich an einem einzigen Tag gleich zweimal mit den Folgen von Depression konfrontiert wurde, erschütterte mich das zutiefst. Und ich musste meine Fähigkeit zum Mitgefühl in Frage stellen. Folgendes war passiert: Einer sprang willentlich von einer Brücke und verlor dabei sein Leben, nachdem wir noch nachmittags zusammengesessen und unbeschwert miteinander gelacht hatten. Ich habe nichts von seinem Entschluss bemerkt. Ein anderer, mit dem ich mich über 2 Jahre mehrmals die Woche traf,
wir viele Stunden zusammen gelacht und gefeiert hatten, teilte mir am selben Abend mit, nachdem ich meinen Unmut darüber geäußert hatte, dass er sich immerzu für unbestimmte Zeit zurückziehen würde und dann auch kaum erreichbar sei, dass er an Depressionen leide. Und wieder habe ich nichts davon bemerkt. Ich liebte diesen Menschen sehr, darum wollte ich verstehen. Aus diesem Anlass habe ich mich mit der Depression auseinandergesetzt, mit Ärzten, Betroffenen sowie mit deren Umfeld gesprochen und festgestellt, dass es jeden, wirklich jeden treffen kann, ungeachtet von Gesellschaftsstand und Alter. Und ich habe festgestellt, dass es gerade in der heutigen Zeit viele Auslöser und Nährböden dafür gibt. Depression ist als Krankheit tituliert und ein Riesentabu in unserer Gesellschaft, beinahe so wie der Tod. Dabei gehören beide zum Leben. Ich habe gerade durch meine Fähigkeit zur Empathie den 24-Stunden-Tag eines von Depressionen Betroffenen darzustellen versucht, was seine Alltagsgewohnheiten, Gefühle und Gedanken betrifft, sodass eine Sensibilisierung stattfinden kann. Ich weiß, es ist schwere Kost, aber manchmal schreibt man weder zum eigenen Vergnügen und erst recht nicht für das der anderen, sondern weil es wichtig und richtig ist. Ja, also das war der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Und ich habe hier, wie soll ich sagen, viele Themen beleuchtet. Viele Themen zum Standpunkt dieser Zeit. Und das war damals 2014, wo ich das geschrieben habe. Herausgekommen ist es denn aber erst 2018. Also manchmal dauern Bücher sehr lange, bis man sie auf die Welt bringt. Also schreiben tut man sie vorher und dann irgendwie kommen sie aber dann doch später auf die Welt, dann zum richtigen Zeitpunkt. Ich würde sogar sagen, ich war zu spät, weil 2017 gab es diesen großen Kongress für Depressionen, wo sich viele getroffen haben und es aus dem Tabuthema etwas herausgehoben haben. Dennoch war ich ein Kind der Zeit sozusagen und habe mich damit beschäftigt. Und ich glaube, es ist auch noch nicht vorbei. Trotzdem, dass ich sage jetzt mal die Zeit zwischen 2020 und 2024 eine sehr ernüchternde Zeit war, auch was den Tod betrifft und die Auseinandersetzung damit. Also auch dieses Thema wurde in dieser Zeit ans Licht gehoben, auf sehr seltsame Art und Weise mussten wir uns damit dann auseinandersetzen. Also gut, Denise, lasst uns über dieses Buch sprechen und ich erzähle euch mehr darüber. Die Fortsetzung folgt.